Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Planet der Affen Box. Alle weiteren Informationen zu diesen Filmen und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zu den Filmen und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Planet der Affen, wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Film. Jawohl, es gibt ja in den letzten Jahren diverse Neuverfilmungen zu Planet der Affen. Aber diese Box beschäftigt sich mit den alten, mit den eigentlichen Filmen, mit den ursprünglichen Filmen von Planet der Affen. Die Box kommt hier im Querformat. Hier haben wir ein Affengesicht, dann hier ein Raumschiff und dann lesen wir hier noch 40 Jahre Planet der Affen, beziehungsweise 40 Jahre Evolution Planet der Affen Blu-ray Disc. Die Box im Querformat. In dunkelblau gehalten, hier auch nochmal beschriftet. Auf der Rückseite lesen wir nicht viel. Und das Ganze lässt sich dann hier öffnen, also die beiden Inhalte rausziehen. Und das ist dann der eigentliche Inhalt. Wir haben hier ein riesen dickes Buch, das ja ein Digipack umschließt. Also hier ist das Buch und dann haben wir hier die weiteren Inhalte. Affen töten niemals Affen, der Grundsatz der Affen. Auf der Seite auch wieder beschriftet. Und auf der Rückseite haben wir dann 5 Affenköpfe hier im Hochglanzformat abgebildet. Und das Ganze lässt sich dann hier so aufklappen. Wir schauen mal ganz kurz, genau, hier sind dann die Blu-rays drin. Und hier dann das angesprochene dicke Buch. Aber bevor wir hier weitergehen, schauen wir uns einmal kurz das hier an. Und zwar, das sind hier die beiden Zeitstrahlen. Also, was lesen wir hier? Weiß ist der Originalzeitstrahl und orange der alternative Zeitstrahl. Hier ist einiges passiert. Ich hoffe, man kann es ungefähr lesen. Der erste Teil von Planet der Affen, der ist ja erschienen 1968. Und der Zeitstrahl hier beginnt im Jahr 1972. Ich hoffe, man kann das hier halbwegs lesen alles. So sieht das aus. Und dann hier rechts entsprechend der originale Zeitstrahl in weiß. Jawohl. Gut. Ansonsten haben wir hier natürlich dann die diversen Filme. Also der erste Film aus dem Jahr 1968 ist dieser hier. Planet der Affen. Schauen wir uns mal kurz an. Das ist Teil 1. Dann haben wir, ist auch durchnummeriert hier auf der Rückseite oder auf der Unterseite, wie ich gerade sehe. Dann haben wir Teil 2. Das ist dieser hier. Teil 2 ist der, hier steht es, Rückkehr zum Planet der Affen. Der ist erschienen 1970, auch hier nummeriert entsprechend. Ups. Einmal. Müssen wir mal kurz noch aufmachen. Ja, ich glaube, ja doch, das muss so gehen. Genau, dann geht es hier weiter. Teil 3 und Teil 4. Teil 3 ist in diesem Fall Eroberung. Beziehungsweise ist das vertauscht, denn Flucht vom Planet der Affen ist Teil 4. So sieht das aus. Und, also, Moment, Flucht vom Planet der Affen, genau, ist Teil 3, richtig. Und das hier, Eroberung vom Planet der Affen, ist Teil 4. Teil 3 ist erschienen 1971 und Teil 4 1972. Jetzt müssen wir nochmal kurz aufmachen. So, und ganz rechts geht es dann nochmal weiter. Hier haben wir dann den letzten Teil der ursprünglichen Filme. Und zwar ist das dann die Schlacht um den Planet der Affen 1973 erschienen. Das ist dieser hier mit Nummer 5. Jawohl. Gut, dann haben wir hier noch die Infos, was sich hier sonst so alles befindet. Also hier ist jede Menge mit dabei. Und dann gibt es hier auch noch entsprechend das Ganze nochmal aufgelistet. Also die Filme, wie gesagt, 1, 2, 3, 4, 5 durchnummeriert. 200 Seiten Buch, zu dem kommen wir gleich noch. Die Filme, die das Science-Fiction-Genre für immer veränderten,
präsentieren sich nun im ultimativen Format. So, dann hier noch die technischen Details. Jeder Film hat ja auch noch eine kurze Inhaltsangabe, was in dem Film so passiert. Okay, ja, das ist es soweit dazu. Und dann kommen wir zu dem angesprochenen Buch. Das ist dieses hier, auch im Querformat. Sieht so aus, beschriftet natürlich auf der Rückseite dann wieder die Affenköpfe. Und hier haben wir unfassbar viele Informationen dazu. Also wir haben Fotos natürlich von hinter den Kulissen. Wir haben hier eine Inhaltsangabe, was uns alles in diesem Buch erwartet. Aber es ist einfach ohne Ende vollgepackt mit Fotos, mit Text von den Dreharbeiten. Alles Mögliche zu Hintergründen, Geschichte, alles hier detailliert festgehalten. Und hier kann man dann entsprechend blättern und sich genauer über das Ganze informieren. Also wer sich wirklich dafür interessiert, der wird hier auf jeden Fall glücklich. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Einmal das eben gezeigte Buch hier mit, wenn ich es richtig im Kopf habe, 200 Seiten voller Informationen. Dann natürlich hier dieses Case mit den insgesamt 5 Filmen, Planet der Affen, Rückkehr zum Planet der Affen, Flucht vom Planet der Affen, Eroberung vom Planeten der Affen und die Schlacht um den Planet der Affen. Alle 5 Filme hier mit dabei. Und das alles gibt es natürlich in dieser wunderbaren Box. Planet der Affen, 40 Jahre Evolution. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von der Box bzw. den Filmen? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr das Ganze feiert, falls ihr Planet der Affen unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.